Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3. Ja, und die erste Aufnahme aus meinem neuen Aufnahmezimmer. Wow. Ich hoffe, es hallt nicht zu sehr. Ich könnte dagegen jetzt aber auch nichts tun, selbst wenn es so wäre. Also hätte ich das eigentlich gar nicht erwähnen brauchen, aber ja, es ist die erste Aufnahme jetzt aus einem richtigen, also aus einem Zimmer, das ich nur für meine Aufnahme jetzt nehme und um meinen Merchandise-Krams zu sammeln. Ist ziemlich cool, ist sehr, sehr ungewohnt. Ja, das Licht, das Fenster ist woanders, Licht ist wo, kommt von woanders. Der PC steht jetzt anders und das ist alles noch ein bisschen ungewohnt. Ja, und das ist jetzt die allererste Aufnahme, die ich jetzt mache. Wir müssen jetzt mit Gaunter und Dim reden, wenn ich mich. Ja, Guinea haben wir gewonnen, ich erinnere mich. So, erstmal kurz wieder reinkommen. Ich werde noch keine lange Aufnahme jetzt machen. Wird auch das einzige. Katze? Dann, da draußen steht jemand. Okay. Warum stehen die da draußen? Da stehen zwei Herrschaften. Ne, drei Herrschaften. Okay. Ist ja jetzt egal, wir reden erstmal mit Gaunter und Dim. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und ist schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Ha, gut, ich trinke etwas, bin nicht in der Stimmung. Kommen wir zur Sache. Ja, komm, wir trinken ein. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Jennifer von Wengerberg? Ihren Namen habe ich nicht gesagt. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Nirgendwo kann halt Nilfgaardischer Zitronenwodka, wenn ich das richtig gelesen habe. Wer bist du? Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst. Den Schlechter von Blaviken. Du weißt, wer ich bin. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Keine Antwort. Keine Antwort darauf. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht dich nichts an. Natürlich geht es um die Liebe. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, ja, ich weiß, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Möglich? Wo ist er hin? Ist er jetzt rausgegangen? Quest aktualisiert Flieder und Stachelbeeren. Frage die Nilfgaarder nach Yennefer. Okay, Map M? Ja, okay, da komme ich zur Map. Wir müssen jetzt zur Garnison. Aber wie das halt so ist, gehen wir auch erstmal auf den Deckungstor, würde ich sagen, ne? So ein bisschen, guck mal, hier haben wir das Anschlagbrett. Wir gucken mal, was es hier so für Quests gibt. Die Map ist zwar jetzt nicht unbedingt riesig, aber es gibt ein bisschen was zu entdecken. Viel Wald, ein paar kleine Wege, die überall hingehen. Guck mal, da oben ist zum Beispiel die Sackgasse.
Na, wir gucken uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Okay. Jo, als erstes, erstmal gucken, wie ging das alles. Hier war das. Fackel. Okay, Schnellzugriffmenü. Wenn du mehrere Gegenstände in den Taschen hast, kannst du mit D zwischen ihnen wechseln. Okay. Schnellzugriff verwende, um deine Armbrustbolzen zu wechseln. Okay. Okay, so kann ich es einfach aussuchen. Ja, ich muss auch wenn dann. Ini. Oder nee, warte mal. Gwen war Schutzschild, ne? Okay. Und wen haben wir denn hier? Ausgetrunken! Dann verpiss dich! Oh, sind auch nett. Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Drei gegen ein. Holla, seid ihr tapfer. Ich bleib nicht lange. Lass das. Da könnten wir einen beeinflussen. Selbst wenn es zum Kampf kommt, sind drei gegen ein. Wir beeinflussen einen, dann würden theoretisch noch zwei gegen uns kämpfen, was nicht schlecht wäre. Drei gegen einen. Holla, seid ihr tapfer. Ne, das wäre natürlich jetzt. Aber wir haben natürlich hier ich hab dir unsere schöne getan. Oh, ein bisschen also Erfahrung. Beruhige dich. Oh. Natürlich nicht. Nein. Nichts getan. Jetzt geht's natürlich los. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Ich gar Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Mach gar nichts. Nicht erlassen! Oh, das war ein Schlag. Echt, war das One-Hit? Plötze, lass das. Komm mal her, du. Oh. Ich hab das Gesicht gedreht, das wollte ich gar nicht. Entschuldigung. Dein Spieler wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denk jedoch dran, deinen Fortschritt außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, billiger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Das machen wir doch schon. Kann ich jetzt wenigstens looten? Nö, kann ich nicht. Kann ich ihn looten? Nö, kann ich nicht. Heute habe ich ein Stück Brot bekommen. Schön, das ist schön. Der geht erstmal schlafen jetzt. Der hat keine Lust mehr. Plötze steht hier. Ich würde sagen, wie kann ich ihn so rennen? Okay, mit Strick. Hier ist Blut. Wieso ist hier Blut? Hier ist Blut, warum denn das? Wie der da liegt. Voll kaum geklappt. Ich würde sagen, wir gehen erstmal das Dorf ein bisschen erkunden. Dings, Biberich. Was? Dings, was? Was? Red doch mal richtig. Ich verstehe dich ganz schlecht. Da vorne ist eine Anschlagtafel. Da würde ich gerne mal hingehen. Schön, Ruhe. Ja, komm, ein bisschen. Leute mal, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. Dervan. Nicht Geudemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Naja, Markierung, Anschlagbrett. Hier, ach da vorne. Dort haben wir auch noch eine Quest dort drüben. Da gehen wir gleich mal gucken. Er feiert und singt. Kaiser M hier trinkt. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll. Okay. Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster, auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstung, ganz, ganz viel. Okay. Was sagst du da? Wer hat dir das beigebracht? Shetty. Hör mir gut zu. Du singst das nie wieder. Nie wieder. Und du spielst auch nicht mehr mit Shetty. Aber er ist mein bester Freund. Shetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle umbringt. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Wenn ich je mit ihm erwische, wirst du es bereuen. Nur ich? Ja. Kratzer. Was haben wir hier? Tod den Eindringlingen. Hört her, gute Leute des Nordens. Okay, ich überfliege mal ganz kurz. Ah, hier geht's. Hier ist keine direkte Quest. Das ist nur ein Aufruf halt, zu den Waffen zu greifen. Freiwillige gesucht. Auf Befehl vom Kommandant. Seid ihr Mensch gut getan. Auf sofort Anwerbung entgegennimmt. Okay, hier kann man sich für die klassische Armee rekrutieren. Gesucht, Deserteur. Letzte Nacht ist ein Soldat im Schutz der Dunkelheit. Sowas mache ich nicht. Ich meine,
Ich kann es nachvollziehen. Suche Flug zum Ausleihen. Hallo Leute, kann mir jemand seinen Flug leihen? Ich habe neulich dermaßen auf einen Stein gesetzt, dass er krumm und schief gebogen ist. Okay, da können wir ihm nicht helfen. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an einer großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Ich nehme es mal mit. Auftrag, Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger. Aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der in ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckchen erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend. Okay. Ich muss gerade mal normal atmen. Moment, ich erzähle es gleich. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dünstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheint ein Fragezeichenmarkierung auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnet. Ah, okay. Also immer wenn wir in einem neuen Dorf kommen, gehen wir kurz ans Anschlagbrett und dann wird uns so solche Sachen dann gezeigt. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie verbergen. Ach, ich muss das mal ein paar Mal kurz tief durchatmen. Bruder, wo bist du? Jennifers Brief. Auftrag. Okay. Kann ich das irgendwie in Doppelklicken aktivieren oder ist es aktiviert? Ah, okay, wir haben es. Auftrag Teufel beim Brunnen. Okay. Hier vorne haben wir noch was. Ja, warum ich gerade tief Luft hole. Ich habe, wie gesagt, das Zimmer. Habe das mit ausgeräumt und, ne? Und ich habe ja Asthma. Und das ist auch so Stauballergie. Also so Staub. Wenn es zu viel wird, reagiere ich drauf. Was? Oh. Darum wollte ich eigentlich heute gar nichts aufnehmen. Damit ich das erstmal hier alles beruhigt und so, ne? Dass ich nicht drauf reagiere. Ich weiß, was ich weiß. Elsa zieht sich für die Schwarzen aus, kleine Hure. Zeiten des Krieges. Die tun mir schon alle leid hier, ne? So, der hat eine Quest. Ach, das ist der, okay. Oha. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Beleidige mich nicht. Das tut mir leid. Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausrollen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Viel Glück beim Wiederaufbau. Leb wohl. Ich kann deinen Brandstifter suchen. Ja, das können wir ja mal machen. Wir helfen ich mal. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Fels. Viel Glück. Ich muss mal so ein paar Kontaktlinsen holen mit so Katzenaugen. Ist ja irgendwie ganz cool. Ja, wo sucht man das erst? Ich würde sagen, wir tun als allererstes, bevor wir jetzt hier eine Quest direkt nehmen, annehmen. Drücke ich auf Blätter? Okay. Ja, mach's, um die Weltkarte zu verschieben. Das sagen die mir jetzt alles. Ja, nee, hör mal auf jetzt. Ich kenne das doch nicht schon. Okay, oh Gott, sind das viele Fragezeichen. Okay. Mhm. Es gibt viel zu entdecken. Ich würde sagen, das machen wir auch so. Ich weiß nicht, 100%, ist ein bisschen schwierig, werde ich nicht machen.
es wird immer so sein, je nachdem, wie ich halt Lust habe, zum Beispiel jetzt zu sagen, die nächsten 10 Folgen einfach mal hier alles abklappern, einfach mal erkunden, gucken, suchen, und dann erst mit der Hauptstory oder so weitermachen. Oder halt auch mal wirklich hintereinander weg, ein bisschen Story machen und dann vielleicht alles wieder erkunden. Es wird mal so sein, ne? Also, je nachdem, wie halt auch meine Laune ist, das kommt halt immer drauf an. Ja, hätte vielleicht noch warten sollen, bis ich hier im Zimmer dann, dem neuen Zimmer jetzt schon aufnehme. Aber na gut. Ich trinke mal eben was, wartet mal. Vielleicht wird es dann ein bisschen besser. Moment. Ich trinke einfach ab und zu jetzt mal einen Schluck. Dann geht es vielleicht ein bisschen besser. So, was machen wir jetzt? Wir müssen erstmal zum Quest hier. Fliehender Stachelbär, das ist die Hauptquest. Nebenquests. Hexeraufträge. Teufel beim Brunnen. Das können wir dann mal machen. Was bedeutet das Gelbe? Das ist gelb, das ist grün. Das ist orange, gelb, grün. Ah, das ist nochmal so ein bisschen farblich jetzt. Was ist denn meine Musik los? Hier gibt es gar keine Musik mehr, ne? Im Kampf gefallen. Finde Dun Wildenpferd, okay? So mit den Hexen hinter der Schmiede. Das will ich mal machen jetzt. Ach, da gut, da kommt die Musik. Ich wollte schon sagen, es gibt keine Musik mehr. Ich wollte gerade schon in der Einstellung gucken. Hinter der Schmiede. Interessante Orte. Und die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf der Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Wieso sehen wir davon jetzt schon was? Bewachter Schatz, Schmugglerversteck, Person in Nöten, Kriegsbeute, Monsternest, Verlies, versteckter Schatz. Okay. So. Junge, was machst du da? 1, 2, 3. Die alte Hex kommt vorbei. Da oben ist auch noch ein Kind. Ich hoffe, die gehen nicht so weit weg hier wegen, ne? Monster und so. Oh, hier haben wir was. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Ah. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Oh, oh, dann folgt mir mal. Dup, dup, dup. Wo bist du hin? Da lang. Ah, Alkohol. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Hat gesoffen. Dann kommen wir auf diese... ich sehe nichts mehr. Ah, hier. Dann kommen wir auf die grandiose Idee, die Schmiede abzufackeln. Ich meine, Achso, das sind die Büsche. Ich verstehe die Leute. Die Leute wissen nicht, wohin mit ihrem Zorn. Ne? Ihr Land wurde im Prinzip überrannt. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber es ist trotzdem nicht richtig. Was haben wir hier? Guck mal, hier ist eine Kiste. Eine Angel, ein Fischernetz und 6 Kopper. Na gut, also Ore. Dann angelt jemand, sei nur vorsichtig. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Okay. Ins Wasser, also hier dann. Ich weiß nicht. Ah, hier. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde nicht mal seinem Hund das Wasser geben. Von den vielen Leichen. Das ist sicherlich giftig. Sicher oder nicht, wer weiß das schon. Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nie im Leben. Lieber bin ich krank, als dass ich einen Geist aufscheuche. Okay, also die Leute hier leiden alle unter diesem Brunnen. Also unter diesem Geist, der bei dem Brunnen ist. Wir sollten da wirklich mal da vorbeigehen. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Mhm. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Also wenn hier Ertrunkene rausgekommen sind, die angegriffen haben, ne? Die Damen schöpfen dort Wasser. Wobei sie haben ganz recht. Also in den Kriegszeiten, wenn wirklich viele Leichen hier diesen Fluss runtergetrieben werden, ist vielleicht nicht so gut, das zu trinken. Die Spur führt wieder ins Dorf. Es ist vielleicht nicht so gut, das zu trinken. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Mhm. Ausgeburt der Hölle mit Schlangenaugen. Ich hau dich gleich. Ich kann da nichts dafür. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden. Suchst du Ärger? Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt. Arme Leuchter. Willst du mit mir einlegen? Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Hier ist aber niemand. Kannst du mal für mich umzuschubsen? Da ist...
Ach, guck mal an. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Mhm. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Nein. Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Nee. Also ich würde sagen, komm nicht in Frage, du kommst mit. Gut. Aber keine Brandstiftelei mehr. Also ist die Frage, liefern wir ihn aus? Also bringen wir ihn zum Schmied? Oder sagen wir nur du, mach das ja nie wieder. Und sagen, wir haben ihn nicht gefunden. Aber ich denke natürlich, das Richtige ist zu sagen, komm mit. Du hast Scheiße gebaut, jetzt steht er für gerade, ne? Kommt nicht in Frage, du kommst mit. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Richtig. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ja, klar. Versuch's. Beruhig dich und komm mit. Versuch's doch. Weißt du was? Versuch's doch. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Komm, gleich draufhauen, einfach so. Bams, Bams, Bams. Auf A12. Au, oh, da hab ich erwischt. Hallo, ich kann nicht ausweichen. Was zum Geier soll denn das? Oh, ich kann nicht ausweichen. Ich wollte mal wegrollen, was ging mir? Aufhör, ich gebe auf. Verdammt, du hast mir die Nase gebrochen. Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied. Und lass dir raten, mach keinen Unfug. Na dann. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na, du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Oh. Das wollte ich jetzt aber nicht. Harte Strafe. Erst recht lieben. Jetzt wird das Dorf dich erst recht lieben. Jetzt kann das Dorf mich mal kreuzweise. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mach dir gute Preise. Okay, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. So ein bisschen, ne? Ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen schlecht. 20 Kronen nur. Na gut. Wir gehen mal kurz hier. Du kannst nur jeweils eine normale Markierung platzieren. Aber bis zu 10 spezielle Markierungen. Okay. Level up haben wir auch noch keins. Ich will erstmal Nebenquests. Was haben wir noch? Ja, nicht der einzige war, der in Weißgarten nach geliebten Personen. Sammeln sie alle. Also das ist das mit den Karten, okay. Ich würde sagen, wir machen mal noch das hier, dass wir denjenigen finden. Und dann gehen wir mal uns den Hexerauftrag machen. Der ist ab Rang 2. Wir sind immer noch Rang 1. Ich würde schon erstmal Rang 2 werden. Wo ist denn das? Ja. Och, bei Jesu wird mir irgendwas erklärt hier. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier. Findet Dun wilden Pferd.
Okay, also wir müssen den Weg quasi zurückreiten, wie wir vor uns hingekommen sind. Okay. Okay. Wir holen plötzlich. Plötze. Ja, ich brauche den ja nicht. Achso, warte mal. Option. Wir können das da ausstellen, ne? Steuerung, Schema. Ist das hiermit? Nein. Ah, ne, warte. Nein. Steuerung, Schema. Nö, das ist eine Zuweisung. Spiel hier. Automatisches Finale gibt. Ah ja, das ist. Okay. Sind zu der Kamera. Fein skalieren. Oder die Geschichte. Ist der Schwierigkeitsgrad. Das ist ja okay. Gewinnschwierigkeitsstufe. Es gibt eine Gewinnschwierigkeitsstufe? Naja. Tutorial-Nachrichten aus. So, ich denke, das passt jetzt. Ihr kennt es ja nun. Meine Großmutter, was ist mit deinem Gesicht passiert? Das ist aber das falsche Pferd. Das ist Plötze hier. Das ist Plötze. Ach so. Ich dachte, das da wäre Plötze. So. Okay, wir reiten jetzt zurück. Das ist schön. Ein bisschen hier umgucken. Wie gesagt, es kann ja auch hier überall irgendwas sein. Wir reiten schön ruhig. Hier liegt doch überall Zeug. Ich muss mal gucken gehen, ob man hier vielleicht irgendwas... Mach langsam. Lass mich mal absteigen, Plötze. Warte mal, fein hier. Guck mal, hier liegt nämlich was. Eine Perle. Ja, komm, wir nehmen alles mit, was wir finden. Wir können es ja verkaufen dann. Ne, wir verkaufen einfach das ganze Zeug. Leder. Ein paar Kronen. Und alle, ups. Lauf, Plätze. Okay, weiter geht's. Ach, hier habe ich noch das war's Schutzschild, ne? Der Wagen ist immer noch hier. Ja, und so ein paar Fragezeichen könnten wir ja mal. Langsam, das ist ein Reh. Ah, das ist ein Reh, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie jetzt wieder irgendwas Böses. Hey. Aber ein Reh ist ja okay. Ein Reh ist ja okay. Wir gucken dann mal ein bisschen nach Fragezeichen, würde ich sagen. Ich will mal gucken, was es in der Nähe gibt. So, ein bisschen vor und dann links, ne? Jawohl, okay. Huh? Langsam. Wartet mal. Da ist ein Fragezeichen bei der Brücke. Ach, jetzt habe ich Quent gemacht. Wollte ich gar nicht. Ich nehme mal die zwei. Hier unten drunter ist angeblich was. Doch nichts zum Kämpfen. Oh, guck mal. Oh, hier ist ja Zeugs. Oho, wir haben was gefunden. Was haben wir denn jetzt gefunden? Hört ihr das? Ist irgendwas jemand lang geritten? Ist lange so, ne? Öl? Okay, wir haben endlich den Schatz gefunden. Cool. Komm, Geralt. Jetzt hab dich nicht so. Ach, Plötze ist wahrscheinlich weggeritten. Okay. Plötze, mein Guter, komm her. So. Hü. Okay, haben wir dann noch den Schatz gehoben. Sehr schön. Urie. Lauft. Hier unten ist was. Jetzt bin ich was. Wird auf der Minimap angezeigt. Seht ihr das? Was ist denn das? Kommen wir hier irgendwie rund. Wir können mal bis vorreiten. Wir lassen. Guck mal, da unten. Oh, die weinen alle vor ihren Häusern. Alles niedergebrannt. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. Plätze, geh nicht so weit weg. Ich gehe erstmal kurz hier runter. Hier vorne, ganz da vorne kommen wir runter. Da unten waren nämlich so blaue Teile. Ich glaube, es waren Ertrunkene, ne?
Ich bin halt am ewig nicht. Ich glaube, das war nur Trunk, ne? Wow. Ja, es geht rund, Freunde, es geht rund. So, ein Schutzschild, ein kleines. Kann man immer gut gebrauchen. Guck mal, hier ist ein Schatz. Ach, krass. War trunken, ne? Wir sollten dann vielleicht auch später immer wieder gucken. Hier ist ein Schatz. Oh, zwei fette Kisten. Hallo. Na, Kollegen. Ha, Benz. Zack. Nein, daneben, jetzt aber. Nicht mit mir. Oh, da hinten haben wir noch mehr, guck mal einer an. Hilfe, aua. Mist. Hilfe, ich treffe den. Das geht, ich wollte einen starken Angriff. Ich bin auch, naja, okay. Ich habe nicht getroffen, weil ich einen starken Angriff machen wollte, weißt du. Ich wollte auch wieder cool sein, weißt du, einen starken Angriff. Und das ging aber gar nicht. Wow, hier. Die sehen auch ekel aus. Was haben wir immer alles auf? Ertrunkenen Hirn, ertrunkenen Zunge. Noch was? Oh, die haben sich gegenseitig schon weggeschnetzelt. So, da nehme ich mal an, dass da niemand dem das gehört hier, dann nehmen wir das. Meistergegenstand. Schema. Zitarisha Gambison. Manuskriptseite Waldkampf. Jägerstiefel, Meistergegenstand. Okay. Dorisches Schwert. Blaupause, okay. Herausgerissene Seite, Ekima Absud. Okay, wir haben einiges gefunden. Cool. Das ist cool. Ich würde sagen, das war's erstmal für die Folge. Und in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Dann gucken wir uns mal die Gegenstände an. Ne? Also bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.